Wollen wir uns noch eine weitere Eigenschaft angucken und dann auch gleich wieder den Abschluss unter Sprachen definieren. Dazu brauche ich erstmal eine kleine Definition. Und zwar betrachten wir jetzt zwei Alphabete, Groß Sigma, Groß Gamma. Und dann betrachten wir eine Funktion h, die von dem einen Alphabet auf Worte des zweiten, auf Worte des zweiten Alphabetes geht. So, das Ding nennen wir einfach, das heißt in der Mathematik Homomorphismus. Heißt das einfach so. Das heißt, es ist im Prinzip eine Funktion, die die Struktur erhält. So, in diesem Fall heißt das einfach, wir bilden einfach Zeichen auf Wörter ab. Sowas nutzt man beispielsweise, das macht man beispielsweise, wenn ich irgendwie kodieren will. Oder wenn ich Zeichen oder Texte kodieren will, ja, von einem Alphabet ins andere. Ja, dann hat man typischerweise, setzt man jedes Zeichen für sich um. Ja, weiß nicht, vierte Semester, dann haben sie ja schon Audio-Videotechnik gemacht, dann machen sie da Kompression und da, sowas wie Hofmann-Kodierung haben sie da gemacht. Ja? Hofmann-Kodierung, da bestimmen sie so einen Code, so eine Code-Tabelle. Ja? Und die Anwendung der Code-Tabelle, das ist im Prinzip einfach Ausführung von so einem Homomorphismus. Ja? Wir nehmen sozusagen das eine Alphabet, ja, und bilden das ab auf Wörter eines anderen Alphabetes. Ja? Im Kontext der Kodierung, Hofmann-Kodierung beispielsweise, wäre das Alphabet Groß Gamma, wäre einfach 0,1. Ja, und das wäre beispielsweise unser Alphabet von A bis Z. Und dann setzen Sie jedes Symbol um auf eine Folge von Nullen und Einsen. Oder hier so eine Morse-Tabelle. Machen Sie typischerweise auch irgendwie zur Motivation. Auch das, Anwendung der Morse-Tabelle wäre einfach hier Ausführung von so einem Homomorphismus. So, dann erweitern wir das Ding noch. H wird erweitert zu einer Funktion. Also jetzt nicht von dem einzelnen Sigma, also von dem einzelnen Zeichen auf Wörter, sondern auf, von Wörtern auf Wörter. Ja, und zwar wie folgt. Für W gleich A1 bis AN definieren wir einfach H von W ist gleich H von A1, H von A2, H von AN. So, und jetzt wenden wir quasi diesen Homomorphismus auf eine ganze Sprache an. Ist L eine Sprache auf Sigma? So, dann nennen wir hier die folgende Menge. H von L, das homomorphe Bild dieser ganzen Sprache, indem wir einfach auf jedes Wort der Sprache diese Abbildung H anwenden. Kurzes Beispiel dazu. Betrachten das folgende Alphabet A, B. Sigma ist das Alphabet AB, Groß Gamma ist das Alphabet ABC. H definieren wir wie folgt, indem wir sagen, H von A ist gerade AB, H von B ist gleich BBC. So, und wenn wir jetzt einfach eine Sprache nehmen, und zwar die Sprache bestehend aus den beiden Worten AA und ABA, dann ist das homomorphe Bild von L gerade, ja, wir müssen jetzt einmal auf das Wort AA, diese Abbildung H anwenden, das ist einfach das Wort AB, AB. Und wir müssen ABA auf ABA anwenden, das H, das heißt, wir haben einmal AB, B, B, C und nochmal AB.